Hallo und willkommen bei Brickman, dem Kanal für Klemmbausteine von damals und heute. Diesmal geht's wieder weiter mit den Brickman Lastwagenwochen und heute ein ganz spezieller Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe, seit ich ihn entdeckt habe. Von Mold King, der FH16 Pneumatic Tractor. Das ist ein ziemlich neues Set. Es hat die Nummer 19015. Es hat 4608 Teile. Motorisiert ist es auch mit 4 XL-Motoren, einem L-Motor und 3 Servomotoren. Wozu die gebraucht werden, werden wir noch herausfinden. Ebenso dabei eine 6-Kanal-Akkubox inklusive einer Fernbedienung. Auch steuerbar mit dem Smartphone, wie man sehen kann, Mold King Control. Und was noch dabei ist in diesem Set, und darauf freue ich mich auch, denn es sind auch Pneumatikteile dabei, die das ganze Fahrwerk in der Höhe regulieren können. Also das heißt, er hat ein Luftfahrwerk. Und zwar sind 12 große Pneumatikzylinder dabei, ein kleiner und 2 Pumpen, die das Ganze natürlich dann auch mit Luft befeuern können. Ebenso auch dabei die dazugehörigen Switches, die Schalter, die man dann zwischenschaltet, damit man die Pneumatikzylinder dementsprechend auch steuern kann. Die Bauanleitung dazu hat 351 Seiten, nur für 4600 Teile finde ich das nicht viel. Der Aufbau wird unterteilt in 9 Bauabschnitte und 904 einzelnen Bauschritten. Was auch neu ist, das Set ist ein Designer-Modell, also ein Bricksbird-Modell. Und ich weiß nicht, ich habe kurz nachgesehen bei Rebrickable. Es steht hier oben YYC-Mock, also YYC-Mock. Bei Rebrickable ist er nicht drinnen zu finden, zumindest in der Suche habe ich YYC-Mock eingegeben und da ist kein Ergebnis rausgekommen. Ja, wie gesagt, ich freue mich schon irrsinnig auf das Set und manche werden wahrscheinlich erkennen, halt, hat es nicht mal so ein ähnliches gegeben. Und ja, es stimmt, es hat mal einen ähnlichen Track, also ein Truck gegeben, ein Track. Das Set damals 19005 mit 4825 Teilen, also um gut 200 Teile mehr. Wie die sich ähneln oder unterscheiden, das werde ich herausfinden. Hier, das Set hat ja auch Pneumatikteile dabei. Ob es nur jetzt optischer Natur ist oder ob sich tatsächlich was Grundlegendes verändert hat, das werde ich herausfinden. Es gab ja auch hier bei diesem Modell, beim 19008, ein überarbeitetes Modell des 19008S-Set von Flagship Tow Truck. Und da hat sich eigentlich nur wenig verändert. Wie viel hier Unterschied ist zwischen diesen beiden, werde ich herausfinden. Ich freue mich riesig und naja, Unboxing könnte man eigentlich noch machen. Habe mir extra eine Box dazu besorgt und das mache ich jetzt gleich. Aber weil die Box so groß ist, werde ich es etwas anders machen. Ich werde hier das Ganze öffnen und dann versuchen, vielleicht kann ich es rausziehen. Nee, geht nicht. Ich werde kurz stoppen und dann zeige ich den Inhalt der Box. Bin gleich wieder da. Bin wieder da. So sieht das Ganze aus, wenn man die große Box aufmacht und das Innenleben herausholt. Da befinden sich noch 2 extra Boxen drinnen mit Bauteilen und der Bauanleitung. Was nicht drinnen war, waren die Motoren, denn wenn man das Ganze per Luftfracht kommen lässt, dann müssen die Motoren extra mit einem kleinen Päckchen verpackt werden. Aus Sicherheitsgründen nehme ich mal an. Was ich noch herzeigen kann, ist dann die Box von hinten, die große. Aber dazu muss ich wieder alles umbauen, das ist nämlich ganz schön schwer. Und jetzt zum Abschluss, wie versprochen, die Box noch von allen Seiten. Von vorne haben wir sie eh schon gesehen. Von der Seite, mal schauen, ob wir das irgendwie draufbringen, ist schwierig. Die Motoren, Akkus, die Zylinder der Pneumatik und die Switches. Hier das andere Oberteil. Hier nochmal von der Seite. Schaut aus, wie wenn er aus dem Nichts kommen würde, wenn man das so macht. Und jetzt ist er da. Cool. Full Special Effekt. Von unten die Warnhinweise. Und jetzt noch von hinten. Könnte ich niemals als Befüllter so hin und her schubsen, die Box, aber als Lehrer geht's. Und da sieht man eben den LKW von hinten und eben noch ein paar Detailaufnahmen, wie etwa hier der Umschalter für die Pneumatik, wenn man dann einen Trailer oder so anhängen möchte, dass man den auch noch steuern kann. Hier kann man die Kabine kippen, die Tür öffnen, das Lenkrad dreht sich mit. Vorne den Kühlergrill kann man entfernen.
Und dann sieht man den Motor mit dem Ventilator mitlaufen. Hier drunter versteckt sich dann die Akkubox. Da sieht man, dass man einen Trailer anhängen kann. Hier wird das höhenverstellbare Fahrwerk dargestellt. Und da ist noch der zusätzliche Trailer, den man sich auch kaufen kann. Hat, glaube ich, auch über 4000 Teile, das Ding. Habe ich aber nicht gekauft, weil ich den bei der ersten Serie schon mitbestellt habe. Und ich denke mir mal, der wird hier dann auch passen. Aber das ein andermal. Und hier drunter sieht man dann noch die Abmessungen. Kann ich kurz vorlesen, was da drauf steht. 63,5 cm hat er in der Länge, 41 in der Höhe und 30,5 in der Breite. Gut, aber jetzt haben wir es mit der Box auch geschafft. Und ich bin schon voller Vorfreude auf dieses Set. Und los geht's. Der Bauabschnitt 1 ist beendet. Gebaut habe ich den Mittelteil des LKWs. Ich denke, hier wird hinten sein und hier wird vorne sein. Gebraucht habe ich dafür knappe 2,75 Stunden, 124 einzelne Bauschritte waren dafür notwendig und in drei Tüten waren 627 Teile aufgeteilt. Schauen wir kurz ins Detail. Verkleidung auf der Seite, Verkleidung oben und Verkleidung auf der rechten Seite. Die Verkleidung, wenn wir gleich dabei bleiben, auf der rechten Seite ist einigermaßen stabil. Hier unten ist sie noch nicht wirklich befestigt, aber der Rest geht. Verkleidung auf der linken Seite ist nur halb so stabil. Und zwar das Hinterteil, das passt. Aber hier ist alles sehr labbrig. Hat aber einen Grund. Man kann das Ganze nämlich hier zurückklappen. Und dann kommt man hier rein dann in den Akku, falls er mal nachgeliefert wird. Noch ist hier gähnende Leere da. Aber wie gesagt, das hat einen Sinn, dass man den Akku aufladen kann und auch ein- und ausschalten kann. Hier gibt es dann auch noch einen Pneumatikhebel. Den kann man entweder nach unten, der geht ziemlich streng, oder nach oben bewegen. Jetzt geht er ein bisschen lockerer. Wofür der dann da ist, weiß ich noch nicht. Und vor allem, man muss ja dann immer die Verkleidung wegnehmen, weil mit dem Finger da rein geht nicht, zumindest nicht mit meinem Finger. Mit dem kleinen Finger würde es gehen. Ich komme hin, aber schalten ist trotzdem schwierig. Naja. Ich weiß nicht, wofür der dann da ist. Wir werden es dann später testen. Ansonsten technisch ist gar nicht so viel passiert. Es ist eher, naja, viel verbaut worden. Wie gesagt, 627 Teile sind hier verbaut worden. Drehen wir mal das Ganze um. Und da schaut es relativ wild aus. Aber wie gesagt, technisch gar nicht so viel. Motoren sind alle schon allesamt verbaut worden. Hier die 4 XL-Motoren. Die sind dann fürs Fahren zuständig, nona nicht. Die Kraftübertragung erfolgt über diese gelben Zahnräder, jetzt ist mir wieder das Wort entfallen, wie die heißen, Knebelräder, ich glaube so heißen die, über diese gelben Knebelräder. Da ist pro Motor ist so ein gelbes Knebelrad und das wird dann in der Mitte, hier sieht man es, hier ist das obere, hier ist das untere und da in der Mitte, da vereinigen sie sich und vorne nochmal das gleiche. Hier drei Stück und die gehen dann allesamt auf diese Carbonachse. Eine 32er Carbonachse ist das hier, die sammelt quasi die ganze Kraft, leitet sie dann nach hinten und auch nach vorne und kommt dann mit einer kleinen Umlenkung hier raus auf dieses kleine Zahnrad und diese Kunststoffachse. Hier ist die Umleitung, da sieht man das tannfarbene Zahnrad hier und dann geht das eine Stufe höher und geht dann hier nach vorne. Was hier angetrieben wird, weiß ich nicht. Ich schätze mal, dass das der Fake-Motor sein wird, der vorne dann als Antrieb hergenommen werden wird oder als imaginärer Antrieb. Ich sehe gerade, das ist nicht ganz gerade hier, aber scheint anscheinend so zu gehören. Gut, was ist noch passiert? Hier sind schon alle drei Servomotoren verbaut. Jetzt weiß ich auch, wofür diese Servomotoren da sind. Der mittlere ist für die Lenkung da. Das ist jetzt meine Schätzung, aber ich glaube schon, dass das so ist. Und die äußeren sind dazu da, um die Pneumatik zu schalten. Das sieht man jetzt leider nicht, aber jetzt bin ich hier schon wieder angekommen, wird alles abgerissen. Aber hier auf dieser einmal zweier
Liftarm, hier und hier, ist das grüne Connector-Ding hier verbunden. Und der Servo kann entweder nach links oder dann nach rechts schalten. Und je nachdem, wo der hinschaltet, dann lege ich dann hier oben, was man leider nicht sehen kann, da unten, lege ich dann einen Schalter um. Das ist ein Pneumatikschalter, dann kann man einmal nach links oder einmal nach rechts switchen und dann schalte ich die Luft auf verschiedene Schläuche. Hier sieht man sehr viele Schläuche, manche gehen hier dann weiter, manche hier und manche auch hier auf diese Anschlüsse. Ja, einer hier, dann kommt dann hier der nächste Anschluss, dann geht es hier weiter und hier das gleiche, das da. Ich glaube, so sieht man es besser, wenn ich nicht meine Hand vorn halte. Und ich denke mal, diese zwei werden dann zurückgehen auf das höhenverstellbare Fahrwerk. Batterie, wie gesagt, oder der Akku, wie gesagt, ist noch nicht angeschlossen. Hier ist noch viel Kabelwerk. Das kann ich dann später etwas besser dann verstecken. Aber da warte ich noch zuerst auf den Akku. Die Motoren habe ich aus meiner Sammlung hergenommen, ebenso die vorderen Servomotoren. Der L-Motor ist hier unten versteckt eingebaut. Man sieht ihn kaum. Hier schaut was Rotes hervor, da zwischen den Kabeln. Da schaut was Rotes hervor. Ich habe einen roten L-Motor genommen, weil der auf die Schnelle griffbereit war. Und der rote L-Motor oder generell der L-Motor in diesem Set, der treibt dann diese zwei Pumpen an. Hier sieht man diese zwei Pumpen, eine kurz und eine lang geschaltet, so dass immer eine Pumpe ständig Luft weiter transportieren kann. Die wechseln sich quasi ab. Das ist alles dann zusammengeschlossen. Übrigens fällt mir gerade ein, was auch sehr gut momentan funktioniert hat im Bauplan. So, ein bisschen wegräumen das Ganze. Im Bauplan, jetzt hoffe ich, dass ich schnell was finde. Da ist nämlich vorgezeichnet an einer Legende, wie lang man die Schläuche abschneiden muss. Das finde ich sehr gut. Ha, hier habe ich eine Stelle gefunden. Da wird zum Beispiel gebraucht einmal einen 20 cm langen blauen Schlauch und einen 14 cm langen grauen Schlauch. Und hier unten dann, an dieser Legende, kann man dann den Schlauch anlegen. Ich habe es nachgemessen. Das ist tatsächlich die richtige Länge. Das kann man hier anlegen und dann kann man den Schlauch so abschneiden, wie man es braucht. Finde ich ganz, ganz gut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das früher bei Mold King auch war. Ich glaube, die haben einfach nur so die Längen angegeben. Aber diesmal sind die Schlauchlängen nicht nur angegeben, sondern auch gezeichnet. Und dann kann man den Schlauch anlegen, abschneiden und es passt. Und ich habe die Längen genau so genommen, wie Mold King es hier angedeutet hat oder hingeschrieben hat. Und ich denke mal, bis jetzt hat es gut gepasst und es wird auch weiterhin so passen. Hier gibt es nochmal eine Möglichkeit, einmal 3 cm und einmal 4 cm und genau so passt es. Ich habe es wieder abgemessen, das passt genau. Finde ich gut. Mold King macht sich. Es wird immer besser mit denen. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ich überlege. Außer, dass diese Verkleidung hier drüben nervt, ist sonst nicht wirklich etwas Auffälliges. Ich hoffe, dass es noch ein wenig steifer wird, das Ganze, weil man sieht, das ganze Ding hier, das ist noch sehr instabil und wackelt alles. Also von Stabilität ist da nicht wirklich die Rede. Aber vielleicht, wenn man dann den Rahmen baut, ich schätze mal, das Fahrzeug wird noch einen Rahmen bekommen, dann gewinnt das ganze Werk hier noch an Stabilität. So hoffe ich zumindest. Okay. Ja, wie gesagt, diese Dinger hier, die Anschlüsse für die Motoren, die kommen dann noch schön hin, wenn der Akku da ist. Ein 6-Kanal-Akku habe ich nicht schnell griffbereit gehabt. Deswegen habe ich ihn noch nicht eingebaut. Gut, so viel mal zu Bauabschnitt 1. Bis jetzt macht der Aufbau Spaß. Es ist auch richtig lang gewesen, der Bauabschnitt. Wie gesagt, 2-3 Viertelstunden. Also man soll sich schon Zeit nehmen, wenn man diesen Truck hier bauen will. Aber um das geht es ja, dass man wirklich lange Bauspaß hat. Also zumindest freue ich mich jedes Mal
und bin happy, wenn Mold King wieder ein vernünftig großes und schönes Technikset auf den Markt wirft. Gut, weiter geht's mit Bauabschnitt 2. Ich muss an dieser Stelle mal unterbrechen, denn es gibt was zu berichten. Und zwar, es wird im Bauplan zwar nicht erwähnt, aber Mold King lässt uns beim Zusammenbau der zwei hinteren Achsen eine kleine Wahl, eine Auswahl können wir treffen. Und zwar, wie wir unsere Differentiale zusammenbauen. Hier habe ich Variante 1 gewählt, das ist mit dem gelben großen neuen Zahnrad, das, ich glaube, Lego hatte das als erstes im Ferrari Daytona SP3, in dem neuen Modell, dem Flaggschiff quasi von Lego. Da gibt es, glaube ich, diese Zahnräder das erste Mal. Ich zeige es vielleicht so her, dann sieht man es besser. Ebenso auch hier bei Mold King. Und die zweite Variante wäre eben die altbekannte mit dem roten Zahnrad und dem schwarzen, das dann die Kraft 90 Grad dann versetzt übertragen kann. Im Bauplan wird nichts erwähnt dergleichen. Mal schauen, ob ich das jetzt überhaupt zum Herzeigen bringe. Na, schaut nicht gut aus. Vielleicht rauszoomen. Hier, es spiegelt sehr. Hier wird einfach nur diese eine Variante hergezeigt im Bauplan. Warum es Mold King aber trotzdem so macht, dass es diese Zahnräder in einer extra Tüte nämlich beilegt, weiß ich nicht. Es wird nichts erwähnt. Diese Zahnräder hier, die liegen in den Originalsackerl, in den Originaltüten drinnen. Und das hier, wie gesagt, ist extra dabei. Ich weiß jetzt nicht, also ich kann nicht beide Varianten einbauen, weil nämlich die Übersetzung da nicht passt. Hier habe ich ja ein größeres Zahnrad und hier ein noch größeres, ebenso hier das kleine auf das größere. Man müsste die Zähne abzählen, ob sich das ausgehen würde, von der Übersetzung her, aber ich denke mal, dass die Übersetzung hier nicht passen würde. Warum habe ich es jetzt so zusammengebaut? Weil ich wissen wollte, einfach für mich jetzt und eben auch jetzt für euch dann auch, was der Unterschied sein könnte. Warum hat sich Mold King im Plan für diese Variante entschieden, aber legt in den Originaltüten diese Variante bei mit den gelben Zahnrädern. Und es ist jetzt so, dass man kann es vielleicht gut erkennen. Moment, ich zeige es mal in Großaufnahme. Wenn ich jetzt hier an dem Zahnrad drehe, sieht man, wie diese Pneumatikzylinder mithüpfen. Ich glaube, man kann sehen, wenn ich jetzt hier langsam drehe, sieht man, wie man den Pneumatikzylinder hier streift und sogar zum Bewegen bringt. Jetzt war meine Vermutung eben, dass Mold King das auch erkannt hatte und dass hier Schleifspuren entstehen zwischen dem Zahnrad und dem Pneumatikzylinder. Man sieht es auch hier, das liegt wirklich komplett an. Und dass da vielleicht, wenn man es exzessiv fährt, das Modell, oder viel fährt, dass dann hier vielleicht Probleme entstehen könnten oder Schleifspuren entstehen könnten. Also, jetzt könnte das wirklich der Grund sein, dass man diese Variante wählt. Ich baue das Ganze jetzt nochmal um, dass man dann herzeigen kann, weil so geht es nicht mehr, weil es ist jetzt fest verbunden mit den Motoren. Ich kann das hier jetzt nicht drehen. Aber ich baue dieses Differential nochmal aus, baue es dann auf die gelbe Variante um und zeige das dann her, weil jetzt nämlich das größere Zahnrad hier streift zwar nach wie vor an dem Pneumatikzylinder, aber es ist an der Rückseite des Zahnrades hier, ist es ja flach und da gibt es keinen Zahn und durch die flache Silhouette des Zahnrades hier ist es jetzt so, dass es zwar streift, aber wahrscheinlich nicht so viele Schäden hinterlässt wie das rote hier, weil da ja die Zähne bis ganz zum Rand hinausragen und dann hier verursachen, dass der Pneumatikzylinder zum Hüpfen beginnt. Und das ist nämlich genau an dieser Stelle, wo es befestigt wird mit dem Pin hier. Und man sieht es auch hier, wie der mitspringt. Und das könnte vielleicht der Grund sein, warum sie die gelben Zahnräder beigelegt haben.
aber eben nichts erwähnen im Bauplan. Und es gibt auch keinen zusätzlichen Plan, der, na, es gibt keinen. Ich schaue gerade hier, es war nur die Aufkleber, der Aufkleberbogen war dabei und eben hier die Instruktionsanleitung, wie man das Ganze steuert und sich mit dem Smartphone verbinden kann. Sonst war nichts dabei. Tja, wie gesagt, ich baue das jetzt nochmal um. Ich hoffe, das geht, aber ich denke schon. Und dann schauen wir uns das nochmal genauer an. Bis gleich. Ich habe das jetzt wieder umgebaut und kann das jetzt herzeigen. Und zwar, wenn ich jetzt hier, hoppala, wenn ich jetzt hier daran drehe, dann muss ich dagegen halten, sieht man schon, da bewegt sich nichts. Also dieser Pneumatikzylinder bleibt komplett ruhig. Es schleift zwar noch nach wie vor, man sieht, es liegt ganz an, aber es hat keine Auswirkungen, weil eben dieses Zahnrad hier an dieser Stelle flach ist und keine Zähne hat und dadurch rubbelt es nicht drüber, sondern liegt quasi flach an und kann so ohne Widerstand sich daran drehen. Was ich auch noch besser finde, ich glaube zumindest, dass die Zähne, die quasi hier im 90-Grad-Winkel ineinander greifen, dass hier die Kraftübertragung besser ist, dass hier mehr Zähne ineinander greifen und auch tiefer in die Zähne ineinander hineingehen. Ich glaube, dass das hier die bessere Wahl ist. Man sieht, es geht sich zwar alles sehr knapp aus, auch hier, es ist alles knapp, aber es schleift nirgends. Es ist wirklich noch ein knapper Millimeter Platz und es funktioniert. Man kann hier, selbst wenn ich andrücke, den Zylinder hier, macht das gar nichts. Es rubbelt nicht drüber. Also, warum das Mold King nicht erwähnt, weiß ich nicht. Aber ich würde diese Variante mit den gelben großen Zahnrädern bevorzugen, anstatt eben dieser Zahnräder, die man normalerweise auch noch drauf machen kann. Was noch in der Tüte war, was auch nicht erwähnt wird in der Bauanleitung, es gibt Metallkaderngelenke, zwei Stück. Und die kann man hier reinbauen, bei der Verbindung von hier bis nach hier, also wo die zwei Achsen sich verbinden. Die Kraftübertragung von den vier Motoren hier entsteht ja hier in der Mitte. Und dadurch brauche ich nur zwei Kaderngelenke. Aber das zeige ich dann später, wenn ich das Ganze fertig gebaut habe. Ist relativ spannend konstruiert, sage ich es mal so. Okay, also, wie gesagt, diese Variante würde ich bevorzugen und eben auch Metallkaderngelenke. Beides wird nicht im Bauplan erwähnt. Ich mache das jetzt noch fertig, ich mache diesen Bauabschnitt fertig und dann melde ich mich wieder. Der Bauabschnitt 2 ist beendet. Weitergebaut habe ich am Rahmen des LKWs und die zwei Achsen, die hinteren, sind schon dazugekommen. Gebraucht habe ich dafür knappe 2 Stunden, 91 einzelne Bauschritte waren es und in zwei Tüten waren diesmal 435 Bauteile verteilt. Wie immer ein Blick ins Detail. Was ist passiert? Der Rahmen hier wurde verlängert. Hier kann man es vielleicht ein wenig erkennen. Hier nach oben gehen schon zwei Anschlüsse für die Pneumatik. Wie das dann weitergeht, weiß ich nicht. Vielleicht wird das dann wieder hier runter zur hinteren Achse weitergeleitet. Wir werden es sehen. Es bleibt spannend. Für die zwei Achsen gibt es hier einen Mittelsteg und da werden dann später, schätze ich mal, die Kotflügel dann noch dazukommen. Ich kann ja mal, die Box ist zu weit weg. Doch, ich sehe es. Hier kommen tatsächlich dann Kotflügel her. Für jeweils eine Achse auf jeder Seite. Komisch dabei, warum hat man hier einen gelben Stein hereingenommen und nicht einen schwarzen? Die schwarzen gibt es ja, denn die sind hier verbaut. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Generell ist es schon fast wie bei Lego, dass sie
sehr bunt werden. Zum einen, das mit den gelben hier ist okay, das lasse ich mir einreden, weil die Zahnräder eben in dieser Farbe sind, die Pneumatikzylinder. Aber warum nehme ich hier eine rote Verstrebung? So sieht man es, glaube ich, besser, wenn es nicht so spiegelt. Oder den halben Liftarm. Verstehe ich nicht ganz. Hier drinnen wird inzwischen blau genommen oder grün. Dann hier einen roten Konnektor. Hier rote Achsstopper. Die sind hier in schwarz nämlich auch drinnen. Also hier verwenden sie es. Hier wieder nicht. Es ist generell witzig. Verstehe ich nicht ganz, muss ich sagen. Genauso auch hier rote Konnektoren drinnen. Ich verstehe es nicht, was das wirklich für einen Zweck und einen Sinn erfüllen soll. Verstehe ich nicht ganz. Da war Mold King früher mal anders. Okay, wir akzeptieren das so. Was ist sonst noch passiert? Das mit den Zahnrädern habe ich eh schon erklärt. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das so gemacht habe, denn es ist für mich die logischere und technisch bessere Lösung. Dass der Rest auch gelb ist, glaube ich, deutet schon darauf hin, dass man es so ausgelegt hat, dass das gelb werden soll. Ich drehe das ein wenig zurück. So. Und was mir besonders gut gefällt, ist eben die pneumatische Radaufhängung. Jetzt kann ich es wieder ein bisschen hinaufdrehen. Auf das freue ich mich schon, wie das funktionieren wird am Ende. Man sieht, man kann auch das Ganze hin und her bewegen und in sich verwinden. Also das passt, das ist super. Taugt mir. Man kann natürlich das Ganze dann auch hochpumpen oder niederlegen. Also das ist ein wirklich großer Weg. Das schaffe ich mit gar keiner Feder, diesen weiten Weg, den ich hier zurücklegen kann. Angeschlossen ist bisher nur der graue Teil, der untere Teil. Oben ist noch alles offen. Wie man dann hier die Schläuche anmachen möchte, verstehe ich auch noch nicht ganz. Das wird eine ziemliche Fummelei. Keine Ahnung, was das soll. Oder, was auch sein kann, dass hier oben gar nichts mehr angeschlossen wird. Na, lassen wir uns mal überraschen. Aber das hätte nämlich, ja, so könnte man es machen. Ausfedern und anschließen. Dann geht es leichter. Weil im eingefederten Zustand kommt man hier nicht mehr hin. Tja, gewusst wie? Einfache Lösung. Einfach ausfedern, anschließen, passt. Zur Kraftübertragung des Ganzen. Die Motoren hier habe ich eh schon erwähnt mit den Knebelzahnrädern. Ha, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ich freue mich total. Die haben hier nämlich die 32er Kreuzachse aus Carbon. Hier sieht man sie vielleicht noch ein wenig durchscheinen. Die geht bis hierher, bis hier hinten. Sieht man nicht mehr. Und ab hier nämlich, da sieht man ein Zahnrad und oben noch eines, ab hier wird die Kraft von den Motoren dann über die Zahnräder übertragen und von diesem mittleren Punkt aus einmal nach vor zu diesem Differential und einmal nach hinten zu diesem Differential. Hier drinnen sind dann zwei Kreuzgelenke oder Kardangelenke, wenn man so möchte, aus Metall. Wird nicht im Bauplan erwähnt, aber liegen in dieser Tüte dazu. Und ich würde es unbedingt empfehlen, weil so eine kleine Bruchstelle weniger ist dann. Ja, im Großen und Ganzen wäre es das zu diesem Bauabschnitt. Ich überlege gerade, ob ich sonst noch etwas... Nein, sonst wäre, glaube ich, nichts. Hinten das ist jetzt einigermaßen stabil, also da bewegt sich jetzt gar nichts. Das passt. Es sind wirklich nur die Achsen, die an den Längslenkern hier noch hängen. Und eben hier an diesen Kugeln, da sind sie befestigt und das ist alles stabil, das passt. Hier die Motoren, die drei Servos, die sind noch immer nicht stabil aufgehängt, die kann man noch in alle Richtungen bewegen. Ich bin gespannt, ob da noch was passieren wird. Der 6-Kanal-Akku ist noch nicht da, ich bin aber guter Dinge, dass der bald auftauchen wird. Okay, weiter geht's mit Bauabschnitt 3. Der Bauabschnitt 3 ist beendet. Gebaut habe ich die linken hinteren Kotflügel, Stoßstange hinten, Sattelplatte und die hinteren Zwillingsbereifung. Gebraucht habe ich dafür knappe Stunde, 67 einzelne Bauschritte waren es und in zwei Tüten waren 445 Teile aufgeteilt.
Wie immer, ein Blick ins Detail, wie man sehen kann. Ich fange gleich bei den Kotflügeln an. Wie man sehen kann, Brick Build, wie man so schön sagt, die Kotflügel mit sehr vielen von diesen einzelnen Slopes. Man sieht es hier, das sind wirklich sehr viele einzelne Slopes. Fliesen drauf in Magezo-Qualität. Die Qualität von Lego-Fliesen ist besser, also zumindest die ich das letzte Mal gesehen habe. Die war besser, die Qualität. Hinten die Stoßstange mit Lichtern in Klarglasoptik, finde ich relativ lässig gebaut. Wenn man es von der Seite, jetzt ist mir das schon wieder abgebrochen, das nervt. Von der Seite sieht man es ein wenig, ist doppelte Stärke. Hier haben sie mit den Einer Round Studs in Gelb, Rot und Weiß oder in Clear gearbeitet und dann eben noch transparente Fliesen drüber. Finde ich relativ lässig, schaut gut aus. Nummerntafel hier noch und der Heckabschluss hier. Auch daran gedacht haben sie, an die hinteren Schmutzfänger. Schaut auch gut aus, gefällt mir. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich erst im Bauabschnitt 4 dann drauf kommen. Wenn wir schon hier sind, Sattelplatte. Die wird pneumatisch angesteuert. Jetzt weiß ich auch, wozu diese Schläuche hier da sind. Und zwar ist da ein kleiner, jetzt sieht man es nicht mehr, hier unten ist ein kleiner, ganz leicht sieht man es, hier das Gelbe. Da ist ein kleiner Pneumatikzylinder und der schiebt diesen grauen Liftarm hier, den man durchleuchten sieht zwischen den schwarzen Dingern hier, der schiebt den einfach weg und wieder her und macht somit die Lücke hier frei. Dann kann man mit einem Sattelaufleger hier rein, schiebt den Liftarm, den grauen, wieder zurück und somit ist das dann gesperrt, das Ganze. Geht pneumatisch, finde ich cool. Vielleicht kann ich sogar mit der Hand ein wenig machen. Nee. Weil es schon angeschlossen ist. Doch, haha, jetzt geht's. Jetzt sieht man es, jetzt habe ich ihn herausgezogen. Sattelplatte ist quasi jetzt offen und kann mit dem Sattelaufleger hineinfahren, mit den Königszapfen, glaube ich, so heißt das Ding. Und wenn ich dann drinnen bin, schließe ich das Ganze und der Königszapfen kann dann hier nicht mehr raus. Ich sage es nochmal. Hier geht's weg. Hier schiebe ich das ganze Ding weg und hier schiebe ich es wieder rein. Und das wird mit einem kleinen Pneumatikzylinder realisiert. Das Ganze ist noch so gelagert, dass man auch bergauf, bergab fahren kann, ohne dass man den Sattelaufleger hinten dann verliert. Ja, das wäre es eigentlich in diesem Bauabschnitt. Da ist gar nicht viel passiert. Hier noch die Zwillingsbereifung. Die hat man wirklich sehr gut zusammengebaut. Ja, das wäre hier drauf gekommen eigentlich. Habe ich aber noch nicht gemacht. Ich glaube, das stört mich, wenn ich jetzt hier bauen möchte. Und ich hoffe, dass er unten noch nicht fertig ist. Weil wenn das so bleibt, bin ich schon enttäuscht, muss ich sagen. Ich hoffe, dass da noch was herkommt. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht stört das Ganze hier, wenn ich die Räder drauf habe. Aber das hier und das gefällt mir überhaupt nicht. Dass sich das alles so schwammig bewegen lässt. Dann bin ich nicht glücklich darüber. Aber wer weiß, was noch alles kommt. Und jetzt ist wieder so, dass ich kurz mal drüber geschaut habe, wie viel Zeit schon vergangen ist. Und es ist wieder erheblich. Habe mich wieder komplett verplaudert, wie immer. Deswegen möchte ich das Video an dieser Stelle hier kurz cutten und melde mich dann beim nächsten Mal wieder mit dem Bauabschnitt 4. Ich hoffe, euch hat es beim Zusehen genauso viel Spaß gemacht wie mir jetzt beim Bauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal dann wieder dabei seid und bis dahin wünsche ich euch alles Gute.